Grüß Gott, ich bin die Barbara Ahrens. Ich muss gleich warnen, Englisch ist meine Muttersprache, ja? Also, ich rede fast perfekt Deutsch, aber nur fast. Bitte kommen Sie rein. Ich kam aus recht musikalischem Elternhaus. Es war selbstverständlich, dass alle vier Kinder ein Instrument, wenn nicht sogar zwei, lernten. Wir hatten auch selbstverständlich eine halbe Stunde zu üben jeden Tag, ohne Wenn und Aber. Es war einfach mal selbstverständlich. Meine Mutter legte dauernd Platten auf, immer. Sie war sehr für Beethoven, Brahms und Tschaikowski zu haben und auch Peter und der Wolf von Prokofiev, das habe ich als Kleinkind sehr geliebt. Während mein Vater mehr für das Schwere Wagner, Mussorgsky und Mahler eher zu begeistern war. Also ich bekam sehr viel Musik als Kind mal zu hören, was ich immer noch im Ohr habe. Und zum Glück, meine zwei viel ältere Schwestern, die interessierten sich leidenschaftlich für die Beatles. Also bin ich mal als Kleinkind in den 60er Jahren mal mit den Beatles aufgewachsen, was wirklich sehr bereichernd war. Ja, ich fing bei Breitkopf und Härtel an mit diesem Band, in dem zum Beispiel einige ziemlich spaßige Sachen mal vorkommen. Ich meine, man stellt sich vor, irgendein armes Kind mal hat einen gebrochenen Arm und so weiter und will aber trotzdem Klavierstunden weiternehmen. Und da braucht man irgendein paar gute Ideen. Zum Beispiel. Also mit 17 fing ich an zu unterrichten, allerdings nicht auf dem Klavier, sondern auf dem Cembalo. Die erste Schülerin, die ich hatte, ist sogar Professorin für Cembalo geworden am Mozarteum. Und ich habe seitdem eigentlich immer unterrichtet, teilweise Cembalo, teilweise Klavier. Zwischen Projekte brauche ich manchmal ein bisschen mal freie Luft im Kopf und dann mache ich ganz was anderes und zwar nicht komponieren, sondern edieren. Ich suche Stücke aus für eine kleine Serie, die ich mache, von weniger bekannten Stücken, Off the Beaten Path, also weg vom ausgetretenen Pfade. Und ich durchforste Bergen von Noten in der Hoffnung, mal kleine Juwelen zu finden, die es wieder mal sonst keiner kennt. Und das ist sehr dankbar. Macht mir Spaß, befreit den Kopf. Und dann bin ich bereit, mal ein neues Projekt anzufangen. Also eigentlich, ich habe mal Konzertfach studiert am Mozarteum. Dennoch, wenn man nur Konzerte gibt, fehlt was. Man braucht ein bisschen Erdung und ich glaube mal, das Unterrichten ist sehr gut dafür. Also da kommt man mal wirklich auf die Tatsachen zurück. Und auch, man hat so viel mitzuteilen, nicht wahr? Also ich möchte unbedingt, dass die jungen Leute mal diese Funken mal empfinden und Begeisterung für Musik. Und das hat mich immer angetrieben. Auf Piano Exotico bin ich eigentlich besonders stolz, weil ich habe mich sehr mit verschiedensten Arten von Volksmusik auseinandersetzen können und müssen. Und das war fantastisch. Ich reise gerne und ich war mal als Kind mal auf Bali. Damals, als es nicht touristisch erschlossen war, sondern wirklich mal, es war sehr echt noch. Und ich durfte mal einen Tempeltanz mal beiwohnen. Anschließend dann gab es mal den sogenannten Affentanz. Und beide Tänze werden hier mal eingewebt. Zuerst mal kommen die Tempeltänzerinnen mit ihren zurückgebogenen Fingern, also faszinierend. Und sie werden begleitet von einem Gamelan-Orchester.
Und ich habe jetzt mal als Hauptthema dieses Stückes tatsächlich ein authentisches Gamelan-Thema genommen. Also mit 9, wir zogen von San Francisco nach Singapur. Und in Singapur, wir hatten ein Abonnement für alle klassischen Konzerte da. Und es war erstaunlich, was für fantastische Musiker da durchkamen, mal auf ihrer Welttournee unterwegs nach Australien oder so. Und wir bekamen einfach mal fantastische Konzerte zu hören. Aber was mich wirklich mal gepackt hat, war zum Beispiel weniger Rosalind Turek mit den Goldberg Variations, sondern mehr Jacques Lussier Trio. Die spielten Play Bach. Und ich kam, 10-jährig, nach Hause und ich wollte nur nach Bach spielen. Nichts anderes als Bach. Nicht Jazz, sondern Bach. Und tatsächlich mal ab diesem Zeitpunkt habe ich mal dauernd also Bach gespielt. Alle kleinen Präludien sowieso, die Inventionen und erste Partite und so weiter. Das war meine Leidenschaft. Dann noch ein sehr wichtiges Erlebnis war, mit 11, wir unternahmen von Singapur aus eine große Reise durch Europa. Und ich hörte mal ein Orgelkonzert im Salzburger Dom. Und da sagte ich, ich werde hier Organist werden. Ich muss hier Organist werden. Es war kein Wenn oder Aber, es muss sein. Und tatsächlich mal mit 19 wurde ich mal dann zweite Domorganistin in Salzburg, was schön ist. Das zweite Buch, was ich bei Breitkopf und Hörtel veröffentlicht habe, war die 21 Amazingly Easy Pieces. Da hatte ich eine Menge Schüler, sowohl kleine Anfänger als auch erwachsene Anfänger. Und vor allem die Erwachsenen wollten nicht Kinderstücke spielen, die so einfach kindisch klingen. Sie wollen sich gleich etwas Ausdrucksvolleres spielen. Also manche sind sehr, sehr leicht. Ich werde mal zum Beispiel das erste Stück, was immer wahnsinnig gut bei Jung und Alt ankommt, weil es irgendwie nach was klingt irgendwie. Das kann man nach einer Stunde oder sogar in der ersten Stunde schon spielen, was dankbar ist. Aber im Laufe des Buches, es klingt ziemlich sophisticated, ein bisschen Schubertsche sozusagen. Eindeutig, das war der Nikolaus Anoncourt. Ich dürfte bei ihm in Salzburger Mozarteum mal, ich glaube, 7 Jahre lernen und das war so intensiv. Er unterrichtete zwar nur barocke Aufführungspraxis,
Aber da ist es nicht nur, wie man einen Thriller korrekt mal spielt oder so, nein, nein, sondern vielmehr, wie man über Musik, aber auch mal über Kunst, über das Leben spricht. Der Herr Anoncourt war genauso leidenschaftlich wie ich auch. Also einfach mal voll und ganz bei einer Sache. Und ich habe so unermesslich viel bei ihm gelernt. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Jeden Tag, ich denke an ihn und was ich alles bei ihm gelernt habe. Und das letzte Band, was ich bis jetzt bei Breitkopf & Härtel veröffentlicht habe, ist One Hand Two, weil das erste One Hand Book echt gut ankommt. Oh, das wieder mal. Die Hälfte der Stücke sind von mir, die Hälfte sind ausgewählt von anderen Komponisten aus der Klassik, aber auch mal ein paar lebenden Komponisten. Ich spiele jetzt mal ein ziemlich rockiges Stück jetzt mal für die linke Hand. As dark as it gets, heißt es.